Hallo Welt, da sind wir wieder hier in der Kinderkrippe Greentop. Und wie man sieht und wie ich erstaunlicherweise sehe, wie ich selbst erkenne, ja, wir haben ja einiges zu bauen und sind gar nicht weitergekommen beim letzten Mal. Was war denn da los? Hallo? Hey, hey, du! Du stehst im Bus? Gar nicht schlecht, an Getränkeautomaten zu arbeiten. Alle reden. Okay, okay, okay. Wir bauen hier weiter. Das ist unser Plan. So sieht's aus. Aber, liebe Welt da draußen, eines würde ich jetzt ganz gerne mal wissen. Mir ist da etwas aufgefallen, was mir vielleicht während der Aufnahme zuletzt gar nicht so aufgefallen ist. Ist dieses Haus hier etwa nicht kompatibel mit diesen Betonmauerteilen? Haha, wieder gewonnen. Also, normalerweise kann man diese Betonmauerteile doch irgendwie in die Häuser reinsetzen, so ein bisschen. Und hier scheint es so zu sein, als hätten wir hier also nur die Möglichkeit, es oben drauf zu setzen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das heißt, irgendwo wird sowieso eine Lücke entstehen und entweder wir bauen es daneben, also hier direkt hin und ziehen das hoch, dann wäre aber die Hälfte des Hauses verdeckt. Das wäre für mich dann auch nicht so schön. Also denke ich, wir müssen hier etwas anders vorgehen. Also bis hierher sieht es jetzt schon mal aus wie gar nichts. Vielleicht reißen wir das hier wieder ab halbwegs. Hey, Moment, Moment. Wie sieht's denn hier eigentlich mit den Lagerhausstrukturen aus? Und sie lassen sich ebenfalls nicht versenken. Ja, ich meine so halbwegs, so ein bisschen könnte es schon anders aussehen. Wir müssen den Plan ändern, liebe Welt da draußen. Wir werden es hier wahrscheinlich gar nicht schaffen, irgendwie ein Gebäude hier nochmal über dem Haus zu errichten. Es sei denn, es schwebt unnatürlich gruselig in der Luft. Was für viele Kinder vielleicht ganz interessant ist, aber an diesem Platz, denke ich, bauen wir ein bisschen anders. Anders geht es eben nicht. Nun, wir haben hier eine Betontreppe, die nach oben führt. Ja, das ist ja schon gar nicht mal so schlecht. Gewonnen. Wir können hier gar nichts machen in der Ecke, oder? Über dem Haus, der Platz ist verschenkt. Den können wir nicht nutzen. Oh, Entschuldigung. Du kannst ruhig, genau, aufs Dach. Du fällst schon nicht durch. Diesen Spielautomaten musst du ausprobieren. Der Hammer. Also schön. Ja, dann denken wir eben um und reißen das hier wieder ab, weil das scheint wirklich dann hier nicht so zu funktionieren, wie ich es mir wünschen würde. Wie gesagt, in der Luft hängen muss das Haus nicht unbedingt, auch wenn es aus Beton gebaut ist hier. Und es wahrscheinlich ziemlich stabil ist, denke ich, es muss nicht unbedingt in der Luft hängen. Nun, wir haben hier kaum mehr Platz, um noch eine Reihe weiter nach oben zu gelangen. Und vorerst nehmen wir das hier mal weg. Das ist zwar irgendwann mal so geplant gewesen, aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Ja, aber was machen wir hier? Also, dann müsste ja die Artillerieteilfrau irgendwie hier oben aufs Dach wenigstens. Dann bekommt sie diesmal eine sehr, wenn überhaupt eine sehr kleine Hütte. Das schmeckt köstlich. Aber aufs Dach obendrauf würde ich dann schon ganz gerne. Das bedeutet, wir müssten ja hier irgendwie, na schauen wir mal. Hier irgendwie drauf. Und wenn wir mit Betonteilen, Betonstrukturen weiterbauen wollen, passt das denn überhaupt? Also wenn wir jetzt die Treppe zum Beispiel so anlegen, nein, da drunter könnte niemand mehr hergehen. Das wäre ziemlich schade. Das Einzige, was mir jetzt dazu spontan einfällt, das wäre, dass wir das hier machen. Nicht so schön. Was anderes wüsste ich jetzt nicht. Hey. Wer macht hier Geräusche? Ja, wir Sturköpfe, also ich Sturkopf, will ja unbedingt was mal mit Beton bauen und darum haben wir jetzt diesen Schlamassel hier. Wie geht's weiter? Ja, sie wird im Lärm arbeiten oder wohnen müssen sogar. Mal sehen. Ja gut, das ist, glaube ich, eine Idee, mit der man sich eventuell anfreunden könnte. Vielleicht, vielleicht. Mal sehen, wie wir da rumkommen. Ob wir da überhaupt rumkommen.
Naja, so weit, so gut. Aber wir werden hier auch Probleme dann bekommen mit den Geländern. Dabei haben wir uns so viel Mühe gegeben. Der Spielautomat ist der Hammer, ja. Wir haben uns so viel Mühe gegeben, dass wir auch hinkommen und dass der, dass das mit dem Platz dann auch alles passt. Also die Entfernungen, das haben wir schon eingehalten. Aber hier ist es dann mittig und naja. Hier passt es gar nicht. Ich meine, man würde rüberkommen, wenn man rüberspringt. Ja, Uguay ist ja immer noch da. Den hat immer noch keiner weggeräumt. Naja, gut, für die Kinder ist das vielleicht ein großer Teddybär zum Spielen. Das ist vielleicht auch ganz nett. Ja, ich sehe schon, auch hier die kleinen Böden wollen auch nicht so ganz, wie ich mir das denke. Also es entsteht hier schon eine Lücke und es passt von der Entfernung irgendwie gar nicht. Das ist gediegen. Das mit der Entfernung verstehe ich nur mal gar nicht. Wie gesagt, wir haben uns da ja quasi dann schon an die Entfernungen gehalten, die da die Bauteile hergeben. Und ich bin der Meinung, das dürfte so eigentlich gar nicht sein. Ist es aber. Wir sehen es doch. Dann wissen wir doch, dass es so ist. Ja, das weiß ich auch nicht, was das für ein Experiment werden soll mit der Schrägen. Ach so, Moment mal. Können wir hier... Was sind das denn für Geräusche hier? Springt irgendjemand vom Dach die ganze Zeit? Rauf und runter? Ja, vielleicht können wir das hier ein wenig anders bauen, wobei das gar nicht so viel Sinn ergibt. Moment, wir könnten doch schön nach oben bauen, eventuell. Ach, ich glaube, da kommen wir hier an der Wand nicht hin. Das hatten wir, glaube ich, schon ausprobiert. Irgendwie. Ja, irgendwas macht mich hier ganz Kolone mit dem... Wer springt denn hier immer? Lukas Miller, du bist doch so für Sicherheit. Guck doch mal, was da los ist. Ach, das ist der Yaogwai, jetzt weiß ich, an der Treppe. Der versucht da wieder rauszukommen. Ha, kann er aber gar nicht. Schon gar nicht, weil er nicht mehr so viel atmen wird jetzt im Moment. Nun, ja, das hier wäre eine Möglichkeit, dass wir das so anbringen. Ein klitzekleines Häuschen noch hier dran setzen. Yaogwai, gib Ruhe. Halloween ist noch nicht, oder? Naja, irgendwie ist schon die ganze Zeit vor Halloween schon. Hey, wieso passt das denn nicht? Ach so. Die Treppe ist wieder an der Seite. Ja, ich verstehe. Moment, wir setzen das einmal, so testweise. Und gucken, ob wir diese Bretter hier irgendwie noch ein bisschen verschieben können. Wobei ich fast fürchte, nein. Werden wir wohl kaum machen können. Beton, Betontreppen dann auch und nach oben damit. Jo, das snappt doch hier ganz gut an. Hier natürlich nicht. Warum nicht? Ja, da geht's. Okay, ja schön, hier geht es nicht so gut, also versuchen wir das doch mal, ja, so. Snappt nicht an. Oh, die Wand ist sowieso irgendwie komisch gesetzt. Die gehört hier so rein. Wenn man da guckt, da drüben, da ist sie... Ja, das passt irgendwie gar nicht. Betonstrukturen. Betonstrukturen. Das neue Abenteuer. Wird das etwa schon dunkel? Müssen wir schon schlafen? Wir haben doch gerade mal angefangen jetzt. Wir sind doch noch am Experimentieren. Curie. Ja, das ergibt ja nichts. Das ist total sinnfrei hier, was wir machen. Wie sieht es hiermit aus, wenn diese Tür raus ist? Da, das wäre gut. Und da, das wäre auch schön. Aber so ist das doch nicht richtig, oder? Moment, wäre das wirklich gut? Muss die nicht außen stehen? Außerhalb? Ja,
Ich bin nicht sicher, oder? Die andere hier muss auch innen stehen. Wie kommen wir denn dann hier mit dem Deckel oben klar? Wenn es so steht. Und einen Boden drauf. Boden oben? Ja, dachte ich mir schon, das passt gar nicht. Nach außen will es. Moment, wir haben hier noch so viel Platz im Baubereich. Oh, da könnten wir eigentlich da so eine Art Treppenhaus noch nach oben bauen, aber das ist ja dann auch jetzt. Es ist sehr knifflig hier an der Stelle, liebe Welt da draußen, gerade mit den Betonstrukturen, finde ich. Also das ist außen. Das hier ist innen, das gehört aber eigentlich dann auch nach außen. Damit das richtig passt, auch mit dem Boden oben. Moment, Moment, wo ich gerade sagen würde, oben, sage ich gerade. Und vielleicht ist das die Reihenfolge wieder, mit Sicherheit. Verrückt. Nein. Okay, nicht wirklich. Och, ja. Nein, nicht ganz. Ja. Aha. Ja, das wäre schon mal so richtig. Also hier rein müssen wir ja können. Damit wir für Wartungsarbeiten zum Beispiel hier an den Fusionsgeneratoren irgendwie mal ran können, dass wir da irgendwas verändern, verbessern können. Ja, jetzt komm schon. Aha, das Fenster muss raus. Die Wand rein. Wow. Da bekommt man ja Anfälle, wenn man das sieht. So. Ah, das schließt hier ja schön ab, aber dann wird es hier nichts werden. Och, jetzt haben wir die Wanddurchführung hier schon gesetzt, natürlich. Ah, das heißt, es wird nochmal komplizierter, das jetzt reinzusetzen. Nein, wird es gar nicht. Ach so, Moment, Fenster. Fenster müssen sein, sonst mieft das hier drin. Och, wir haben da ja das große Gitter, das ging ja eigentlich auch. So. Okay, das mit der Wanddurchführung müssen wir vielleicht dann nochmal irgendwie umändern. Denn wie man sieht, eigentlich funktioniert das so nicht. Eigentlich steht das hier total über, eigentlich auch an der Seite. Eigentlich. Och ja, Gottchen, aber hier sieht es doch ganz nett aus jetzt. Wenn wir hier jetzt so eine Treppe dran bekämen. Und zwar nach oben. So eine hier. Ja, dann wären wir schon mal oben. Könnten wir schon mal raufgehen hier. Wobei das untere mit dem oberen ja überhaupt nicht echt aussieht. Naja, aber manchmal haben die vielleicht so gebaut. Also, das ist ja nicht synchron. Kann man das so sagen? Es ist versetzt. So hört sich das doch besser an. Ah, die Höhe stimmt jetzt aber auch hier schon wieder nicht mit dem Boden. Und wie es aussieht, auch nicht hier mit diesem Boden. Nein. Richtig. Na gut. Boah, die Maus. Die Maus, das wird immer schlimmer mit der Maus. Da muss ich auch unbedingt mal was dran ändern. Eine Tür hier rein wäre vielleicht ganz nett, denn sonst könnten wir hier diesen einen Block wegnehmen. Und da passt weder eine Tür noch irgendwas anderes. Auch keine Wand? Ja, die Wand? Nein.
Warum passt das denn jetzt auf einmal? Moment, das ging doch erst. Ach so, das geht, aber dann bekommen wir hier nichts zu. An dieser Seite hier, ja. Ach, dann nehmen wir doch den Betonklotz hier weg. Und dann geht's immer noch nicht. Doch so. Mit Lücke. Das ist nicht gut. Kinder könnten da durchrutschen und dann feststecken bleiben und dann müsste man sie mal füttern. Bis sie da wieder rauskommen. Irgendwann wachsen sie da vielleicht raus. Es verwächst sich. Nein. Nein, nein, nein. Ah, diese verrückten Bauteile, Mensch! Ja, das gehört eigentlich darunter. Also nicht so, sondern eins noch da rein. Will es aber nicht. Fast. Okay, aber nicht ganz. Können wir das nicht einfach auflassen? Ach, so für auflassen bin ich nicht. Ja, eine Tür. Mit einer Tür würde ich, aber eine Tür lässt sich ja auch nicht jetzt gerade besser setzen. Vielleicht habe ich eine Idee. Vorsicht. So, vielleicht können wir das an die Wand andocken lassen und nein. Geht gar nicht. Ja, also gut. Vielleicht kümmern wir uns darum einfach später, dann wird das der Grund sein, weshalb wir alles wieder abreißen nachher vielleicht. Okay, wir können ja die Betonpfosten nehmen, die hier reinsitzen. Das ginge ja vielleicht, aber... Also zu werden wir es zumindest an den Seiten bekommen, aber hier unten wird immer noch ein Schlitz sein dann. Aha! Wir kommen nicht rauf. Okay. Perfekt! Ja, da ist es doch zu. Hier drunter kann man auch noch herlaufen. Und hier rauf kommen wir jetzt nicht mehr, weil wir ja... Huch, die eine Treppe abgebaut haben. Das heißt, die Treppen stehen noch. Gut, aber... Ja, wir haben sonst alles abgebaut hier. Die Brücke quasi, wenn man so will. Nicht weiter schlimm. Ach, hier oben ist auch eine Tür. Das heißt, ja gut, vielleicht können wir... Ah, das schwebt in der Luft. Warum passt das denn nicht? Das verstehe ich. Also das entzieht sich jetzt wirklich jedem Verständnis bei mir. Wir haben doch wir haben doch da nur Betonteile genommen. Warum ist die Höhe denn jetzt so komisch hier? Lang ist's her, kann ich nur noch mal sagen, dass wir mit Beton gearbeitet haben hier. Verrückt, oder? Das passt ja gar nicht. Da unten drunter ist eine Lücke. Drin passt es. Nochmal, warum? Warum passt das überhaupt von der Entfernung gerade mal nicht? Ach so, wir haben komisch gebaut. Okay, ja. Nein. Aha. Moment. Ah, das ist doch schön. Ja, aber dann haben wir hier oben schon, das passt doch alles nicht. Außerdem haben wir hier oben ein Dach drauf gebaut, das muss sowieso dann ein Boden werden. Ein Boden oben. Ja, was ist denn hier los jetzt? Also manchmal glaube ich, wir stellen uns an wie die kleinen Kinder, aber das ist auch nicht so schlimm. Wir sind ja hier in der Kinderkrippe Greentop. Da fällt das vielleicht gar nicht auf. Und ich glaube, die Bauteile stellen sich an. Jetzt haben wir das auch direkt vor dem Gitter. Ja, nein, das passt mir alles nicht.
Hier oben soll also das Artillerieteil dann drauf. Dann sieht ja niemand mehr diese schöne, den schönen Pilz, den wir da gebaut haben. Das haben wir auch hinbekommen. Ja, und nun? Wie gesagt, das gefällt mir alles nicht. Aber hier kann man doch bestimmt noch so einen draufsetzen. Nein, kann man nicht. Das macht mich gerade ganz kirre hier, diese Bauteile, diese Betonteile. Und wir haben doch, ja, wir haben an der Abernathy Farm so viel damit gebaut. Als die rauskamen damals, waren die prima. Aber, naja, ob das alles so richtig ist, wie wir das da gemacht haben. Wir sind sehr viele Kompromisse eingegangen, das weiß ich noch. Wir haben sowieso kreuz und quer gebaut und dann hier schon mal so Platten auch draufgelegt, so schräg irgendwie. Und dann da weiter angebaut und das ist auch alles nicht so hundertprozentig perfekt wie zum Beispiel mit diesen Lagerhausstrukturen. Naja, das ist das falsche Beispiel. Da hinten zum Beispiel, da wo alles so schön gepasst hat. Oh, sie benutzen das Haus. Zumindest das Brahmin. Hey, das ist kein Brahmin-Haus? Naja, okay, jetzt ist es ein Brahmin-Haus. Es ist gefangen. Da drüben, unten im Tunnel. Ja, wie dem auch sei, wir sind nicht da drüben, wir sind hier. Es wird ja noch gar nicht Nacht. Nochmal, also das hier gefällt mir an und für sich schon ganz gut. Also dieser Raum mit dem, oben mit dem Gang, dass man hier auch laufen kann. Moment, wo war denn, ach, das war unten hier mit dem, mit der Wanddurchführung. Ja, aber der Rest alles, das passt mir alles überhaupt nicht hier. Und das hier. Ach, wisst ihr was, liebe Welt da draußen? Wenn die Betonteile so zickig sind, dann wollen wir gar nichts mehr mit denen zu tun haben, oder? Nee, sowas unterstützen wir nicht noch. Zickiges Verhalten, von wegen. Ja, dann bleibt das so. Oben, das können wir eigentlich auch wieder abreißen. Da haben wir so gekämpft jetzt. Ich glaube, über 3 Folgen. Und da drüben, wir wollten ja noch eine Brücke von dem Haus nach da drüben schlagen. Jo, das können wir vielleicht noch ausprobieren. Da haben wir ja zum Glück die Lagerhausstrukturen genommen. Das ist doch hier unten auch sowieso schon alles falsch gebaut. Achso, das können wir ja jetzt wieder umändern. Vorsicht, Yaogwai. Ja, das können... Oh, und müssen wir sogar wieder umändern. So, jetzt passt das mit der Wanddurchführung auch wieder. Lukas Miller haut schon wieder ab, naja. Ja, soll er ruhig. Komm, eine Treppe nach unten, dann kann man da auch schön rein. Und wir sind, ja, zumindest mit dem Generatorhäuschen so weit durch, es sei denn, wir entschließen uns noch oben, das abzureißen. Aber irgendwie sollten wir da auch... hier oben rein... Ja, brauchen wir ja nicht. Ist will ja nicht so, wie wir wollen. Ich hätte das schon ganz gerne oben noch genutzt. Ah, nein. Das kann weg. Ah, und hier müssen wir mal schauen dann. Du stehst auf dem Dach, was? Da haben wir das hier so schön gebaut und dann steht hier so ein Klotz. Ach so, das muss zweietagig sein, weil ja unten die Fusionsgeneratoren etwas höher sind. Ja, dann muss das so bleiben. Vielleicht fällt uns dazu ja noch etwas anderes ein. Und zwar, wenn wir das außen so ähnlich machen wie innen. Naja, aber dann werden wir gleich wieder irgendwo das Problem haben, dass wir nicht sauber nach unten kommen.
Oder beziehungsweise, dass wir die Verbindung zwischen den Teilen nicht herstellen können. Also die Verbindung zum Beispiel zwischen diesem Stromgeneratorhäuschen und dem Wachturm dort und dem Kinderhaus dort. Aber ich möchte jetzt auch nicht nur hier mit diesen Teilen bauen. Das geht auch gar nicht. Das geht nur bis hier. Das ist dann, das ist nicht benutzbar, was? Ist genau hier, der Abstand hier ist zu niedrig. Vermute ich. Ja. Das sieht man schon so, dass das nicht passen wird hier. Und was ist, wenn wir die eine Tür oben noch rausnehmen? Und die Treppe hier so ein bisschen nach hinten ziehen. Das heißt, hier links die Tür raus, die Treppe dann hier dran. Oh ja, das ginge ja. Ach, das geht so sogar. Die braucht gar nicht raus, die Tür. Aha. Oh, dann so. Und so. Naja, gut. Komm, wir befreien mal den Bären. Ja. Also ich würde jetzt wollen sagen, schön, dann haben wir es. Aber schön finde ich was anderes. Den Pilz finde ich schön. Naja. Es ist mal was anderes mit dem Pilz da. Ja, dann lassen wir das so eben. Man kann hier rein, man kann hier rum, man kann hier drauf. Und für Geländer sorgen wir später noch. Dann kann das vielleicht weg hier. Haben wir da nicht extra was? Nee, wir haben das nur außenrum gebaut, damit wir von diesem Betonhaus hier rüber gehen können. Aber wo kommt denn dann bitte die Artillerieteilfrau hin? Na, da drüben auf das Gebäude auch nicht. Dazwischen möchte ich jetzt nicht unbedingt noch anfangen, irgendwas zu bauen. Oh, nun ist halt gut. Ist doch schon gut hier. Und ja, vielleicht hier noch ein Gebäude. Ja, da haben wir das blaue Haus wieder. Das könnte hier etwas stören. Macht es das denn? Also Betonteile? Nein, nein, danke. Nicht mit mir. Nicht nochmal. Nein, nein. Ja, da konnte man bei den anderen, also zumindest in Sanctuary Hills, da konnte man so ein bisschen reinbauen hier oben ins Dach, meine ich doch. Da haben wir doch das ganze Dach hier ausgebaut und noch irgendwie ein oder zwei Etagen oben drauf gebaut. Aber das scheint hier dann eben nicht zu funktionieren. Na gut, das Haus soll eben blau bleiben, das soll so bleiben, wie es da ist. Und hier ist zu wenig Baubereich Platz, naja, ein bisschen wäre noch. Und hier, ja, wir können ja jetzt schlecht noch ein Häuschen daneben bauen. Ich glaube, dass ja, das Generatorhäuschen bleibt so, wie es ist, unverändert. Da kommt auch nichts mehr dran.
Ja, Artillerieteilfrau. Wo können wir sie denn noch hinstecken? Aufs Dach oben? Ach, Curie, nur steh doch nicht so in der Luft. Sag doch mal was dazu. Wo stecken wir die noch hin? Hier einen Anbau dran bauen? Also, wir haben ja das Artillerieteil in anderen Siedlungen immer ganz gerne an den höchsten Punkt gesetzt. Das muss hier vielleicht gar nicht so unbedingt sein, finde ich. Denn da hinten hin muss sie nicht schießen. Ja, Entschuldigung, in diese Richtung, das wäre ganz nett. Und hierüber wird sie auch nicht schießen müssen. Wir haben da drüben irgendwo ist das Bootshaus. Nein, das Bootshaus Group, wollte ich sagen. Das Taffington Bootshaus und Starlight Drive-In ist da und so weiter. Also die Artillerieteile von dort, die reichen eigentlich alle schon. Aber wir haben ja sowieso unsere Leuchtpistole verloren. Also können wir da sowieso jetzt keine Artillerie rufen mehr. Ja, oder wir müssten die Rauchgranaten auf den Boden werfen. Können wir auch mal ausprobieren. Auf den Boden werfen und dann drauf schießen, ob die sich damit auch entzünden lassen, ich weiß es nicht. Eine Leuchtpistole im ganzen Titel und wenn man die verloren hat, und ich weiß immer noch, ich habe irgendwie nur einen Tipp, glaube ich, geben wollen, die müsste in Oberland Station irgendwo durch den Boden geglitscht sein. Dann wurde dieser Bodenglitch aber irgendwann mal gepatcht. Oh, und jetzt liegt sie vielleicht mit Sicherheit immer noch darunter. Nur, wir kommen nicht mehr dran, weil der Glitch ja jetzt wahrscheinlich gepatcht wurde. Ach, hier passt auch nichts mehr hin. Oh, doch, da unten passt noch was hin, aber alles nicht so schön, Moment. Hey, was ist denn jetzt los? Ach so, da drin knistert es. Ja, vielleicht können wir ja doch noch tricksen hier ein wenig und ein bisschen was machen. So zum Beispiel und dann vielleicht hiermit. Passt gar nicht dran hier, was? Hier haben wir auch noch unser Käfighäuschen. Das sollten wir auch noch irgendwie mal überlegen, wie wir das bauen. Und Käfige! Sowieso, Käfige wollten wir doch hier mal aufbauen, damit die Kinder ein bisschen was zu gucken haben auch. Ja, das wird schon sehr eng. Wobei wenigstens ein kleines Wachtürmchen, damit man die Straße im Auge behalten kann, das gefällt mir da schon. An dieser Stelle kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ja, man bekommt unten die Bäume auch nicht weg, aber ich würde sie auch gar nicht so gerne wegnehmen wollen. Ich lasse die Gegend lieber unverändert. Am Anfang haben wir ja alles verschrottet. Und ja, das finde ich manchmal schon ein bisschen schade. Ich würde es gerne rückgängig machen. Denn, liebe Welt da draußen, ich denke noch an die Zeit mit den Mods, auf die ich mich ja auch schon einigermaßen freue. Ja, was heißt einigermaßen? Ich bin da sehr neugierig natürlich. Ach was, das große passt hier nicht dran. Wo dockt denn das eigentlich an, wenn ich so etwas mache hier? Ah ja, ins Haus rein wie... Ah ja, das wäre doch gar nicht so falsch. Und wir würden ja eine Wand hier unten dran bekommen. Das ist jetzt nur die Frage, ob wir eine Wand auch hier oben dran bekommen. Und ich bin für so eine Wand. Ach, leider nicht. Ach, nein.
Hier passt sie. Da sind wir außerhalb des Baubereichs leider. Aber da passt sie auch. Also, so schlecht wäre das hier gar nicht. Ja, okay, da muss nicht unbedingt ein Fenster sein. Wenn wir Fenster haben wollen... Okay, hier ist kein Fenster drin. Aber hier hätten wir die Möglichkeit, zwei Fenster zu setzen. Entweder so. Und so hier. Oder beide in diese Richtung. Anders geht es hier nicht. Ja, hier wird es wieder das Problem der Reihenfolge sein. Erst die Tür, dann das Treppchen dran. Vielleicht. Ja, nein. Na, um die Treppe werden wir uns schon kümmern. Das bekommen wir schon hin irgendwie. Das hat was mit der Reihenfolge eben zu tun. So, ach, da bekommen wir das ja auch wieder nicht so hin, weil wir außerhalb des Baubereiches sind hier. Hey, aber das hier auch nicht. Oh, so passt es. Ja, aber da nicht. Also gut, dann Planänderung. Wir sind außerhalb des Baubereiches. Da kann man auch kaum mehr Kompromisse eingehen. Also, der Titel geht keine Kompromisse ein. Nein, außerhalb des Baubereichs geht nicht. Und von daher versuchen wir, das hier vielleicht abzustützen. Warum geht das denn jetzt nicht? Das geht doch normalerweise. Also, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie die Geduld verloren. Oder ich bin durch einen anderen Titel sehr verwirrt, in dem man auch bauen kann. Bin ich etwas aus der Übung, oder? Das ging doch, sonst haben wir das hinbekommen. Wir wussten doch, dass das hier drunter passt normalerweise. Haben wir doch schon so oft gemacht. Jetzt kommen. Kann doch nicht wahr sein. So wollte ich das ursprünglich haben, dass wir hier dann den Klotz drunter setzen und... Achso, passt sogar. Und der schwebt nicht in der Luft, wie ich sehe, also ist alles gut, denke ich mal. So können wir das sogar lassen an der Stelle. Okay, der Betonboden wurde durch den Baum gebaut, der da umgestürzt ist. Sehen wir am nächsten Tag, jetzt gehen wir erstmal schlafen. Oh, Curie. Hast du gut geschlafen, Schatz? Oh, hast du gut geschlafen, Schatz? Ja, während des Schlafens muss ich mir angewöhnen, still zu sein, denn wenn der Titel abstürzt, was in letzter Zeit oder abstürzt oder abgebrochen wird oder man neu laden muss. Vielen Dank für deine Hilfe. Ja, was in letzter Zeit öfter passiert ist, meine Güte, das ist doch jetzt bestimmt schon gefühlte 3 Wochen her, dass wir hier geholfen haben mit den Jaguars. Da
Das Zeug ist besser als Nuka-Cola. Probier's mal. Da sieht man's. Baum? Ja gut, von dieser Seite ist es egal. Hey, der Baum hier hat auch keine Wurzeln mehr. Den könnten wir eigentlich abhacken. Und wieder. Anderer Titel, mein Freund. So geht's nicht. Ja, das ist okay mit dem Klotz hier. Darauf lasse ich mich ein. Wir haben Durst und wir haben Hunger. Dann essen wir und trinken doch was. Gibt's hier Wasser? Du bist gerade noch rechtzeitig gekommen. Nein, jetzt hört doch endlich auf. Ihr seid alle kaputt hier. Freut mich, dass ich helfen konnte. Dein Timing war perfekt. Wer weiß, was uns ohne dich hier zugestoßen wäre. Allerdings, ihr seid viel kaputter als die Siedler in den anderen Siedlungen. So. Transfer. Aufbereitetes Wasser. Viel zu wenig habt ihr da. Nein, danke, Guri. Dass du mir danke. Geholfen. Ja, ist doch jetzt gut. Ich kann es nicht mehr hören. Bald. Mama mia. Und wenn ich da so dran denke, wir kommen noch nach Gutshaus Grove und da weiß ich jetzt schon, dass die Siedler da extrem kaputt sind auch. Die verhalten sich sehr gruselig. Standen die nicht sogar einmal da rum und haben gar nichts mehr gemacht? Waren nicht ansprechbar, gar nichts? Sie standen einfach nur irgendwo auf dem Dach mal rum am Gutshaus Grove. Vor geraumer Zeit. Na, hier kommen wir nicht raus. Aber fast. Eigentlich brauchen wir gar keine Treppe nach unten. Wir könnten ja direkt hier rüber. Doch, der steht nur auf dem Dach und guckt. Na, der guckt sich hier den Pilz an und fragt sich die ganze Zeit, was ist das? Habe ich irgendwas Komisches geraucht oder warum steht da so ein Pilz? Na, komm her. Moment mal. Hast du einen Doppelgänger, der da unten rumrennt? Kann das sein? Ich meine, ich habe da gerade irgendetwas gesehen und nur herlaufen. Tja, da läuft doch einer. Ach so, das ist der. Nee, schon gut, das ist ein anderer. Oh nein, 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 nein. Betonteile. Nein, ihr bekommt so schnell keine Chance mehr. Ja, zum Beispiel. Und was ist mit der Treppe nach unten? Also egal, ob wir jetzt eine Treppe nach unten oder nicht bauen, wir müssten sowieso noch irgendwie oben rum einmal. So nämlich hier. Ach so, hier außen wird nichts mehr gehen. Da ist der Baubereich zu Ende. Mhm. Ja, und schon können wir das doch auch mit der Treppe vergessen mal. So ginge das allerdings. Ja, wenn, packen wir hier eine große Platte rein. Ja, gut, da geht gar nichts mehr an der Seite außerhalb des Baubereichs. Die Höhe haut ja hin. Ach so, außerhalb des Baubereichs nochmal.
Okay. Okay. Vielleicht können wir das so machen. Ja, ich dachte mir, da wir dieses Haus schon so abstrakt gebaut haben, ein wenig, vielleicht können wir das hier dann wiederholen. Aber so richtig geht es nicht gerade. Aha, es wird doch funktionieren. Na gut. Ja, schön. Konnte man da jemals rüberspringen? Ich glaube, nein. Ja, das dachte ich mir fast schon, dass das so aussieht. Ja, so, oh, Baum. So schlecht finde ich das nicht. Wenn wir das noch einmal schaffen, oben drauf zu bauen, so ähnlich. Also nochmal eine halbe Platte nach hier vielleicht und eine halbe Platte zur anderen Seite. Dann hätten wir hier auch wieder zwei und das könnte dann auch ruhig etwas größer sein, also etwas höher. Und dann könnte das hinhauen. Ob es stabil dann ist? Ja, das ist nun, muss man gucken. Also bis jetzt sieht es schon nicht sehr stabil aus. Stabil könnte es werden, wenn wir, na, wenn wir hier noch irgendwie Pfosten gesetzt bekommen. Wenigstens in der Mitte so zwei, also hier so in der Mitte, genau dort, Pfosten nach oben. Dann kann ich mir das schon vorstellen, dass es geht. Curie, was meinst du? Sieht doch abstrakt aus, oder? Die Kinder haben was zu gucken. Oh, so ein komisches Haus. Ah, Kinder mögen komische Häuser. Und auch komische Autos und sowieso alles, was ungewöhnlich ist. Hey, was haben wir denn? Hunger haben wir und krank haben wir Parasiten etwa? Und was haben wir denn? Lethargie haben wir, heißhungrig sind wir natürlich. Und da haben wir kein Glück? Ja, da verstehen, kann man doch verstehen jetzt, warum das alles nicht so einfach geklappt hat. Wie anfangs gedacht, wo ist unser leckeres Essen? Gekochtes Weichschalenfleisch? Und die gebackene Blähfliege? Na gut. Die können wir mal wegessen. Und sind immer noch hungrig. Das Rathirschfleisch, das hätten wir aber auch schon längst mal irgendwie zubereiten können. Ach, Stechflüglerfilet. Passt schon. Sehr schön. Und schön ausgewogen auch. Ja, ich halte an der Idee fest, die ich da so hatte. Der größten Balken müsste das auch noch gerade so hergeben.
Also die Idee ist folgende. Wir bauen ja hier weiter hoch. Da brauchen wir erstmal vielleicht nur eine kleine Treppe für den Anfang, damit wir überhaupt da oben dran kommen. Bis hierher gefällt mir das. Doch, doch, finde ich schon gar nicht so falsch. Und hier drinnen bauen wir weiter jetzt. Also drinnen nach außen, außen. Obwohl, Moment mal, wir sind hier die Hälfte. Moment. Da brauchen wir doch so etwas hier. Komm. Da, 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 da. Hier haben wir die... Ja, okay, dann können wir das knicken. Dann brauchen wir in diese Seite, zu dieser Seite gar nicht mehr zu gehen. Sonst haben wir ja wieder hier den, das Ende des Baubereichs. Und dann können wir an dieser Stelle da wieder nichts drauf bauen. Wobei, halt, Moment mal, es sollte ja stabiler wirken. Von daher, naja... Haben wir nichts mit gewonnen jetzt mit dieser Bauaktion. Außer, dass es abstrakt aussieht, schön. Wenn wir das... Na okay, eine Ecke könnten wir ja noch draufstellen. So wollte ich denken. Also wenn wir das hier jetzt überstehen lassen... Bekommen wir denn hier überhaupt zwei Ecken drauf? Oder wird das dann zu groß? Ne, müssen wir mal gucken. So, einmal den Boden ringsrum und überlegen, wie am besten. Denn das hier wird schon mal nicht so funktionieren, dieser Boden hier. Beziehungsweise wir brauchen ja nur eine Seite, also das ist egal. Dann können wir ja da drüben gleich den Boden so nehmen, dass der da ordentlich hinpasst. So nämlich und dann so hier. Ja, so. So. Komm schon, komm schon, komm, 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 komm schon, so und so hier. Okay. Ja, und dann fangen wir doch mal hier in der schwierigen Ecke an. Oh, das ist ein bisschen zu groß. Die schwierige Ecke, anders geht's ja nicht, oder? Wir versuchen es nochmal mit normalen Wänden hier, aber nein, anders geht es hier nicht. Und als Laufsteg das zu nehmen, wäre auch eine Idee, dass wir also hier jetzt innen weiterbauen, das als Laufsteg lassen. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir dann Probleme bekommen mit dem Geländer. Also dass wir hier an dieser Außenecke zumindest kein Geländer mehr anbringen können. Kein normales Geländer, so eins hier zum Beispiel. Ja, außerhalb des Baubereichs geht nicht, hier geht's wieder. Ja, dann ja, verfolgen wir mal die Idee mit der Ecke weiter. Die Ecke lässt sich ja auch außerhalb des Baubereichs dann noch setzen, weil der größte Teil der Ecke innerhalb des Baubereichs ist. Moment. Oh ja, ich verstehe. Und dann dürfte die Ecke also hier stehen und sie dürfte zusätzlich dann noch hier stehen. Weiter nicht. Dazwischen bekommen wir keine Wand. Also bis hier an die Kante darf sie dann nicht stehen. Was sind das hier? Mhm, ja, ich verstehe. Das sind nicht die richtigen Bodenteile, die hier drin sind. Leider nicht. Und können wir die Ecke vielleicht so setzen jetzt? Ohne Boden drin? Ja. Dann kommt der Boden später. Das finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Hier würde ich es schön finden, wenn wir das zubekämen und hier vielleicht noch eine Tür direkt vorne an der Treppe anbringen könnten. Das wäre prima. Oh nein! Okay. Aber es sieht gut aus, es sieht so aus, als könnten wir das machen. Und ja, natürlich wollen wir hier wieder raus. Aha. Ja, das könnte doch was geben diesmal. Großes Fenster erstmal hier vorne hin.
Also so eins, aber auch zum Durchschießen eventuell. Oh nein, sag nicht, das ist jetzt auch außerhalb des Baubereichs. Ja, wir sind ja weitergegangen. Och, dann nix Fenster, dann Ecke. Ah, sie kann sich ja oben umgucken. Wird sie dann wohl auch machen müssen, die Artillerieteilfrau, die jetzt doch noch ein schönes Haus bekommt von uns hier. So, hier sind wir aber wieder innerhalb des Baubereichs und hier können wir dann eben, naja, das ergibt jetzt gar keinen Sinn mehr, dieses Fenster zum Durchschießen hierher zu bauen. Außerdem kann man hier durchfallen. Ich demonstriere es jetzt nicht. Ich weiß es, man kann. Oh. Ja, da muss ja noch einiges passieren hier. Ah ja, Schießfenster und Tür vielleicht? Ah, vielleicht, wir haben wieder keine Tür an der Seite. Nur eine Tür in der Mitte. Diese hier vielleicht. Ja, und dann hätten wir ja keine Tür hier vorne. Nein, das geht also auch nicht. Das könnte aber klappen, fällt mir gerade mal ein, wenn wir das hier etwas vergrößern an der Stelle. Ja, da müssen wir mal gucken, wie das klappt. Gucken wir mal so hier. Oh, Moment. Ach so, ja, natürlich, das muss sogar so sein. Weil wir ja keine seitliche Tür haben. So, dann könnte die hier rein. Und hier müsste dann... Ja, so nicht. Vielleicht wenn wir die hier rausnehmen. So eine rein. Also schön. Also, es geht doch. Mhm. Die haben wir jetzt eine halbe schon wieder. Ja, das kommt ja noch, das kommt ja noch, das kommt ja noch, das kommt ja noch. Immer mit der Ruhe. Ganz genau. Oh, nein. Ja, das kriegen wir schon hin. Das wird schon klappen. Warum ist hier eine Tür? Ach so. Du, 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 du. So und so. Na, komm schon. Ich weiß, dass du es willst. Ich weiß das ganz genau. Sehr schön. Ja, Aussicht auf den Hof ist vielleicht auch ganz wichtig. Und unten auch nochmal zum Sandkastenbereich hin. Gibt es jetzt grüne Gräser, sehe ich da unten richtig? Waren die schon immer so? War das nicht alles sonst verdörrt? Es war vorher verdorrt alles. Ich bin mir da ziemlich sicher. Also schön. Ja, das muss hier natürlich noch irgendwie geschlossen werden. Und da unten ebenfalls. Oh, das könnte aber hier ruhig passen, finde ich. Oh. Da, Ende des Baubereichs, habe ich doch gemerkt. Und zwar habe ich das daran gemerkt, dass das Baumenü ausgegangen ist.
Ah, das ist wieder merkwürdig. Hier lässt sich von der Maserung, der Holzmaserung, nur falsch reinlegen. Anders will's einfach nicht hier an der Stelle. Ah, da, ja, hier oben wird's gehen. Ja, gut, es wird... Okay, da stellen wir eine Lampe drauf. Es wird hier niemand in die Ecke gucken, denke ich mal. Oh, und pünktlich zum Ende der Folge bekommen wir es hier mit Nebel zu tun. Aber wir haben soweit... Oh Mann, das hält doch nie. Das bricht doch zusammen. Oh, das ist stabil gebaut, das hält schon. Ja, wir haben das Gebäude also... angefangen, sage ich mal. Könnte man sagen, ja. Dann bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Es ist schwer zu sagen, ob Ausbrüche an der Oberfläche häufiger sind oder nicht. Aber es ist immer klug, auf alles vorbereitet zu sein.